Unser erstes Thema sind Menschen mit Herzerkrankungen. Häufige Situation. Häufig bei älteren Menschen, selten bei jüngeren Menschen. Die erste Frage, warum bekommen ältere Menschen Herzprobleme? Dazu ist wichtig zu verstehen, was ist das Herz? Was macht das Herz und wie? Das Herz alleine macht keinen Sinn. Es ist immer Herz und Kreislauf. Die Grundidee ist, die Zellen eures Körpers müssen Nährstoffe bekommen und die Abfallstoffe müssen raus aus dem Körper. Nehmen wir mal einen Knochen. Der Knochen kann sich selber keine Nährstoffe holen. Ihr müsst die Nährstoffe essen, dann gehen sie ins Blut und mit dem Blut kommen sie zu den Zellen. Ihr braucht also Kreislauf und Herz für diese Verteilung. Ihr könnt euch das einfach vorstellen als Flüssigkeit, die sich im Körper verteilt. Damit die Flüssigkeit bewegt wird, brauchst du das Herz. Das Herz ist einfach gesprochen die Pumpe. Zweite Überlegung. Wieso bleibt das Herz eigentlich gesund? Ein Herz schlägt in der Minute 70 Mal. Könnt ihr jetzt hochrechnen, wie oft am Tag? Und trotzdem bleibt es gesund. Alle Zellen im Körper erneuern sich. Bevor ihr auf die Welt kam, fing das an mit zwei Zellen. Vater hat eine spendiert, Mutter hat eine spendiert, zwei Zellen, das war's. Und dann vermehren die sich und bilden sich immer wieder neu. Ihr habt jetzt nicht mehr die gleichen Zellen. Alle 7 Jahre ist euer Körper wie einmal neu. Wenn euer Körper jetzt immer wieder gesunde Zellen baut, dann werdet ihr nicht krank. Dann sterbt ihr irgendwann mit 100 Jahren und seid gesund. Ihr müsst nicht krank sein, um zu sterben. Die meisten Menschen werden aber krank. Was passiert? Wenn ihr jetzt das Herz nehmt, das Herz ist ein Muskel. Das Herz kann sich bewegen. Immer wenn Bewegung im Körper ist, braucht es Muskel. Jede Bewegung, Muskel. Damit der Arm sich bewegt, habe ich hier einen Muskel, der Muskel spannt an, zieht den Arm ran. Ich brauche einen zweiten Muskel, der zieht den Arm in die andere Richtung. Und das Herz hat einfach eine runde Muskulatur, die sich zusammenzieht und damit das Herz zusammendrückt. Und dadurch, dass das Herz sich zusammendrückt, fließt das Blut raus. So kommt die Bewegung. Und jetzt ist einfach die Frage. Die erste Frage ist, wie viel muss das Herz arbeiten? Wenn ihr gesund seid, kann das Herz die Leistung problemlos erbringen. Dafür ist es da. Am einfachsten zu erklären beim Bluthochdruck. Eure Gefäße sind eng. Das Herz muss immer einen hohen Druck machen, damit das Blut sich bewegt. Also muss das Herz immer gegen Widerstand arbeiten. Auf Dauer geht der Herzmuskel kaputt. Er schafft es einfach nicht, immer diesen hohen Druck auszuhalten. Wir zeigen euch das jetzt mal. Komm. So, du bist der Kreislauf, ich bin der Herzmuskel. Ich drücke gegen ihn. Es funktioniert super. So, jetzt drückst du stärker dagegen. Oh, jetzt muss ich jetzt schauen. Oh. Irgendwann kann ich nicht mehr. Das ist der Herzmuskel, der gegen den hohen Druck kämpft. Die Folge ist, mein Arm wird lahm. Beim Herz, der Herzmuskel latscht aus, wie wir sagen. Er hat keine Kraft mehr. Das ist Herzschwäche. So entsteht Herzschwäche. Die häufigste Ursache bei uns hier für die Herzschwäche ist der Bluthochdruck. Wenn jemand 15, 20 Jahre Bluthochdruck hat, hat er praktisch immer eine Herzschwäche. Zweite Möglichkeit. Ihr wisst, jede Zelle braucht Nährstoffe. Nährstoffe ist alles das, was ihr als Nahrung dem Körper gebt. Der Körper besteht ja aus seinen Zellen. Also es hilft nicht nur, dass ich das esse. Es muss ja bei der Zelle ankommen.
Und damit habt ihr die Schwierigkeit. Das heißt, ihr esst... Eine Banane. Kommt in den Magen, geht in den Darm und wird wieder ausgeschissen. Dann habe ich nichts von der Banane. Das Entscheidende ist, im Darm kommt ein Blutgefäß an den Darm dran und jetzt wandert durch die Darmwand das, was wir Nährstoffe nennen. Das, was wir brauchen. Das wandert vom Darm ins Blut und wird jetzt mit dem Blut mitgenommen und im Körper verteilt. Und so kommt der Nährstoff, die Nahrung, die in der Banane steckt, übers Blut an meine Körperzellen, auch an den Herzmuskel. Wenn der Herzmuskel keine Nahrung bekommt, er kann nicht funktionieren, und wenn er noch weniger Nahrung kriegt, dann stirbt er ab. Das ist der Herzinfarkt. Keine Durchblutung, kein Blut, was am Herzmuskel ankommt. Herz wird nicht versorgt, Herz stirbt ab. Zweite Ursache für die Herzschwäche. Also die wesentlichen Punkte sind: Erkennen, der Körper ist aus Zellen aufgebaut. Jede Zelle braucht Nährstoffe und muss Abfall abtransportieren. Das heißt, die Zelle wird über den Blutkreislauf versorgt und Abfallstoffe wegtransportiert. Herzkreislauf ist ein System. Das Herz hält die Sache in Schwung. Das Herz selber ist ein Muskel, der die Flüssigkeit, das Blut bewegt. Wenn der Herzmuskel selber schwach wird, dann habt ihr die Herzschwäche. Das heißt, es fließt nicht das Blut überall hin, wo es gebraucht wird. Damit habt ihr Problem, dass nicht genug Nährstoffe im Organ ankommen. Muskelschwäche, Müdigkeit, verstärkte Demenz. Alles Probleme, die auftreten, weil der Kreislauf mit dem Herz zusammen nicht die Zellen versorgt. Die Herzschwäche entsteht häufig durch die Überlastung des Herzens. Die Hauptursache dafür ist Bluthochdruck auf dem Boden der Veränderung der Arterien. Die Arterien werden eng, Arteriosklerose. Dadurch geht der Blutdruck hoch, das Herz muss immer mehr arbeiten und deswegen geht das Herz kaputt und der Herzmuskel wird geschwächt. Und irgendwann kann der Herzmuskel dann nicht mal mehr in Ruhe das leisten, was er braucht, um den Körper zu erhalten. Die Arteriosklerose, wissen wir, hat Risikofaktoren, wie sie entsteht. Fettstoffwechselstörung, Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, Übergewicht, Krankheiten, Bluthochdruck selber als Krankheit, die die Gefäße kaputt macht, und Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus. Das sind die Risikofaktoren, wo wir wissen, wenn man diese Faktoren hat, jeder einzelne, und je mehr dieser Faktoren man kombiniert, umso schneller bekommt man eine Arteriosklerose. Die Herzschwäche teilen wir ein in 4 Stadien. Und wir orientieren uns am Symptom Atemnot und Tachykardie. Wie schnell ist der Herzschlag? Wenn das Herz überlastet wird, bekommt man Atemnot und der Herzschlag wird schneller. Im ersten Stadium bemerkt der Mensch selber nichts. Wir können nur mit Untersuchungen, mit Geräten nachweisen, dass das Herz nicht die volle Auswurfleistung hat. Aber man merkt es nicht. Man hat kein Problem im Alltag. Auf der Stufe 2 haben wir Atemnot, wenn wir uns stark belasten. Beim Rennen, wenn wir Treppen schnell steigen wollen. Normales Treppenhochgehen ist dann nicht mehr möglich, weil der Körper überlastet ist. Die Folge ist, die Menschen machen das nicht mehr. Es ist schwierig, wenn wir mit ihnen sprechen. Wenn wir nachfragen, dann sagen die oft, nö, ich habe keine Atemnot. Dann muss man fragen, wann sind sie denn das letzte Mal gerannt? Und dann kommen so Aussagen wie, oh, in meinem Alter rennt man nicht mehr.
Haben Sie daheim Treppen? Nö, wir haben keine Treppen. Ja, wie machen Sie das sonst? Ja, ich nehme den Aufzug. Dann wird es langsam schwierig. Was für eine körperliche Belastung hat der Mensch denn überhaupt? Jetzt kommen die zu euch ins Pflegeheim, dann seid ihr ein bisschen im Stress und wollt ein bisschen schneller laufen. Und die Menschen sind, wie schon gesagt, nett. Die wollen euch ja auch nicht hängen lassen. Die wissen ja, ihr seid im Stress. Also laufen die mit euch ein bisschen schneller. Und jetzt kriegen sie Atemnot. Stufe 2, Atemnot unter starker körperlicher Belastung. Und dann haben wir Stufe 3, Atemnot bei geringer körperlicher Belastung. Das ist dann meistens so, dass die Leute es merken, dass sie auch zum Arzt gegangen sind, dass sie dort waren. Das ist einfach bekannt, dass der hat eine Herzschwäche. Das sind eben Menschen. Zum Beispiel könnt ihr nicht die ganze Grundpflege machen, wenn ihr sie aus dem Bett holt, Grundpflege anfangt oder wenn sie unter der Dusche sind oder wie immer, dann fangen die an Atemnot zu bekommen, weil das alles zu anstrengend ist. Und dann habt ihr jetzt heute gelernt, eure Maßnahme ist Pause. Und neben der körperlichen Pausebelastung, denkt bitte immer an eure Psyche, Belastung rausnehmen, irgendwo hinsetzen, ruhig daneben sitzen und jetzt genau aufpassen, wird die Atemnot besser? Okay, dann ist es die bekannte Herzinsuffizienz Stufe 3, ihr macht nichts. Wird die Atemnot nicht besser, müsst ihr die Examinierten dazu rufen, dann kann es sein, dass er jetzt akut ein richtiges Problem bekommt. Und dann muss man einfach entscheiden, das kann bis zum Notarztruf gehen in der Situation. Stufe 4, gleiche Beschwerden, Atemnot, Tachykardie, schneller Herzschlag, in Ruhe. Das sind Menschen, die im Bett liegen und trotzdem Atemnot haben. Manchmal hilft ihnen ein bisschen Sauerstoff. Da habt ihr große Probleme auch mit der Körperhygiene, weil schon allein das Umlagern wird dazu führen, dass ihr mehr Atemnot habt. Da müsst ihr auf Etappen arbeiten, da müsst ihr sehr langsam einfach sein, sehr geduldig.